Nächster Halt, Kiel. Der Infocast Kiel. Hallo und herzlich willkommen zum Kieler Infocast. Mein Name ist Janett Hammerstein und ich fasse heute für euch die Lage in unserer Stadt zusammen. Lasst uns direkt einsteigen. Kiel in 100 Sekunden. Im Freibad Auenheim kann wieder geschwommen und gebadet werden. Wie glücklich Kinder und Jugendliche darüber sind, war gleich am ersten Öffnungstag am Sonntag deutlich hörbar. Kiels neuer Bäderchef, Claude Wojcicki, hat auch von den erwachsenen Besucherinnen und Besuchern nur positive Stimmen gehört. 971 Badegäste wurden am Sonntag gezählt. In den ersten Tagen der zweiten Pfingstferienwoche waren es sogar mehr. Etwa die Hälfte aller Straßenlaternen in der Stadt sind mit LED-Leuchten ausgestattet. Tendenz steigend. Denn allein in diesem Jahr rüsten die TDK 706 weitere Laternen auf LED-Technologie um. Im kommenden Jahr sollen noch einmal 700 Leuchten dazukommen. Die LED-Technologie hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Die Leuchten sind deutlich energiesparender. Innerhalb von 10 Jahren konnte die Stadt ihren jährlichen Stromverbrauch in der Straßenbeleuchtung halbieren. Außerdem lockt die Lichtfarbe der LED-Leuchten weniger Insekten an, sind also schonender für die kleinen Krabbeltiere. Zu guter Letzt sind LED-Leuchten auch deutlich wartungsärmer als herkömmliche Natriumdampfleuchten. Mehr zur LED-Umrüstung lest ihr auf kiel.de. Sind euch auch schon die neuen Kunstwerke im Garten der zwei Ufer aufgefallen? Der Verein Kunst an der Plakatwand zeigt an den Stellwänden entlang der Rheinpromenade wieder Arbeiten von deutschen und französischen Künstlerinnen und Künstlern. Der Titel der Ausstellung ist Die rote Linie. Seit der Landesgartenschau werden regelmäßig neue Kunstwerke in den Stellwänden ausgestellt. Also Augen auf beim nächsten Spaziergang durch den Garten der zwei Ufer. Genauer beleuchtet. Kiel steht ein landesweites Großereignis ins Haus, das in Sachen Besucherzahlen dem Messdienst nicht nachstehen dürfte. Vom 14. bis zum 23. Juli findet in der Kernstadt der Landesfeuerwehrtag statt. Ins Zentrum der baden-württembergischen und elsässischen Feuerwehrwelt rückt Kiel aber vor allem am Wochenende vom 21. bis zum 23. Juli. Wer sich in dieser Zeit in der Innenstadt bewegt, sieht rot. In der Fußgängerzone, auf dem Vorplatz vor dem Kulturhaus, im Garten der zwei Ufer, im Bereich zwischen Weißtannenturm und Feldscheune, überall werden die Fahrzeuge der Feuerwehren aus der Ortenau, aus ganz Baden-Württemberg und dem Elsass präsent sein. Feuerwehren aus dem ganzen Land werden einem breiten Publikum ihr komplettes Spektrum präsentieren. Fahrzeuge, Technik, Leistungswettbewerbe, Information. Feuerwehrangehörige und Experten kommen ebenso auf ihre Kosten wie Familien mit Kindern und jungen Erwachsenen. Bis zu 180.000 Besucherinnen und Besucher werden zum größten Feuerwehrereignis des Jahres erwartet. Vor Kiel haben die Großstädte Ulm, Stuttgart und Heidelberg den Landesfeuerwehrtag ausgerichtet, der nur alle 5 Jahre stattfindet. Viktor Lier, als Kommandant der Kieler Feuerwehr stehen Sie im Zentrum des Sturms. Macht Ihnen diese Großveranstaltung keine Angst? Angst? Nein, Angst nicht. Respekt schon. Aber wir sind als Kieler Feuerwehr hier nicht allein. Gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband, der auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken kann, und dem Feuerwehrverband Ortenaukreis bereiten wir das Großevent vor. In Kiel findet der 13. Landesfeuerwehrtag statt. Außerdem ist die Kieler Feuerwehr nicht alleine. Alle Feuerwehren aus der Ortenau laden gemeinsam ein und alle beteiligen sich an der Durchführung. Dafür bin ich den Kameradinnen und Kameraden sehr dankbar. Auch die Kolleginnen und Kollegen von der Kiel Marketing, der Stadtverwaltung, des Betriebshofs, alle ziehen mit. Wir bekommen auch hier die Unterstützung, die wir brauchen. Darüber hinaus haben wir Unterstützung aus den Berufsfeuerwehren sowie Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften aus ganz Baden-Württemberg sowie der Berufsfeuerwehr Straßburg. Ulm, Stuttgart, Heidelberg und jetzt Kiel. Wie kam der Landesfeuerwehrverband denn auf die Idee, das größte Feuerwehr-Event des Jahres in Kiel auszurichten? Hat sich die Kieler Feuerwehr beworben? Nein und ja. Der Impuls kam vom Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbands, Michael Wegel, der auch Feuerwehrkommandant der Stadt Aachen ist. In einem Gespräch haben wir darüber philosophiert, wie es wäre, wenn der Landesfeuerwehrtag in der Ortenau und vielleicht auch in Kehl stattfinden wird. So hat es seinen Lauf genommen. Der Kehler Feuerwehrausschuss hat im Oktober 2019 grünes Licht gegeben, dann die Feuerwehrkommandanten der Ortenau, der Verbandsausschuss des Feuerwehrverbandes Ortenau und am Ende der Gemeinderat im März 2020 haben grünes Licht für die Bewerbung gegeben. Wie viele Feuerwehren im Land besteht die Kieler Feuerwehr ja aus einer kleinen Mannschaft von hauptamtlichen Kräften und einer großen Zahl von ehrenamtlichen Feuerwehrleuten. Die Gewinnung von Nachwuchs hat in den vergangenen Jahren schon sehr gut funktioniert. Kann ein Landesfeuerwehrtag das steigern?
Auf jeden Fall, natürlich ist der Landesfeuerwehrtag ein großes Ereignis, das auch dem Image der Stadt und der Tourismusregion Ortenau nutzen wird. Ein Ziel des Landesfeuerwehrtags ist aber auch, den Zusammenhalt unter den Kameradinnen und Kameraden zu stärken und ihre Motivation zu fördern. Die Feuerwehren präsentieren ihr gesamtes Leistungsspektrum von der Brandbekämpfung, Tierrettung über den Hochwasserschutz bis zur Höhenrettung und der technischen Hilfeleistung. Das ist spannend, das ist Action Live. Diese Chance, unsere Arbeit einer so breiten Öffentlichkeit fortzuführen, gibt es nur beim Landesfeuerwehrtag. Ich bin mir sicher, das wird den ein oder anderen motivieren, sich uns anzuschließen. Die Feuerwehrleute aus dem ganzen Land werden sich in Leistungswettbewerben miteinander messen. Auf dem Leger werden auf der Feuerwehrmesse mit über 100 Ausstellern technische Neuheiten präsentiert und Workshops dazu angeboten. Das ist sehr attraktiv für Feuerwehrleute und solche, die es noch werden möchten. Viktor Dier, wir danken Ihnen für das Gespräch. Näheres zum Landesfeuerwehrtag findet ihr auf www.kehl.de. Bleibt dran, die Informationen werden laufend aktualisiert. Oder schaut auf www.landesfeuerwehrtag-bw.de vorbei. Und haltet euch das Wochenende unbedingt frei, seid dabei. Kehl erleben. 3 Wochen Action, Spiel und Spaß, das verspricht der Kinderferienspaß im Haus der Jugend. Erstmals beteiligen sich in diesem Jahr auch die Jugendhäuser in Auenheim, Goldscheuer und Kork mit einer Woche an dem Sommerferienprogramm. Ab Sonntag, 12. Juni, können Eltern und Erziehungsberechtigte ihre Kinder online anmelden. Den Link dazu findet ihr auf kehl.de unter der Rubrik Kurz gefasst. Die Platzvergabe wird in diesem Jahr ausgelost. Die Rückmeldung dazu gibt es am 26. Juni. Euch interessiert die Geschichte der Rheinbrücken? Das Hanauer Museum widmet Ihnen derzeit eine komplette Ausstellung. Übergänge. Die Brücken, der Rhein, die Menschen, lautet der Titel. Die Besuchszeiten sind jeweils donnerstags, freitags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Die Ausstellung dauert noch bis Sonntag, 3. September. Eine Ausstellungsführung in französischer Sprache gibt es am Sonntag, 18. Juni um 14 Uhr. Die nächste Ausstellungsführung in deutscher Sprache ist am Freitag, 30. Juni um 15 Uhr. Am selben Tag um 19 Uhr gibt es zusätzlich eine Konzertlesung im Kulturhaus mit Texten von René Schickele. Eintrittskarten gibt es bei der Touristinformation oder im Hanauer Museum. Und zum Schluss? Zum Abschluss des Infocasts geht ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer raus. Euch hat unsere Podcast-Folge gefallen? Ihr habt Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine Mail an pressestelle@stadt-kehl.de. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Vorbeischauen bzw. hören lohnt sich. Jeanette Hammerstein, der Infocast Kehl.